Nachdem es zuletzt um die philosophische Anthropologie im Allgemeinen ging, besprochen anhand der Einführung von Gerald Hartung, philosophische Anthropologie, geht es nun um eine der grundlegenden Schriften dieser Teildisziplin, nämlich Max Scheler's Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928 erschienen. Eine wirklich kurze Schrift, ursprünglich nur als Zusammenfassung gedacht, aber letztendlich doch alles, was Max Scheler zuletzt veröffentlicht hat. Darin geht es, wie in der philosophischen Anthropologie so üblich, um die Frage, was ist der Mensch? Dieses Denken, was ist der Mensch, steckte zu seiner Zeit sozusagen in einer Krise. Die Evolutionstheorie von Charles Darwin hat dafür gesorgt, dass der Mensch ja nicht mehr leichtfertig als Ebenbild Gottes oder irgendwie metaphysisch erklärt werden konnte, wenn er doch als Lebewesen aus einer Reihe von Organismen hervorgegangen sein soll, durch Mutation und Selektion. Wie lässt sich der Mensch dann erklären? Max Scheler unternimmt also das Projekt, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Pflanzen, Tieren und Menschen darzustellen, aber auch ihm liegt es daran, dem Menschen eine Sonderstellung zuzuschreiben. Wie er das macht und womit er das begründet, darum geht es jetzt im Folgenden. Aber erstmal zu Max Scheler, diesem verrückten Vogel. Wer war dieser Max Scheler? Er ist 1874 geboren in München, hat dort und in Berlin studiert, nämlich Medizin, Philosophie, Psychologie, Soziologie, viele Fächer. Am Ersten Weltkrieg musste er nicht teilnehmen, aus gesundheitlichen Gründen, war trotzdem Feuer und Flamme für die kriegerische Sache. 1915 hat er eine Schrift veröffentlicht unter dem Titel Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, gewidmet seinen Freunden vom Felde. In dieser Schrift schreibt er sehr euphorisch über den Krieg. Später hat er wiederum pazifistische Töne angeschlagen. Auch in anderer Hinsicht war Max Scheler ein etwas wankelmütiger Mann, könnte man sagen. 1916 hat er sich in die katholische Kirche aufnehmen lassen, 1924 hat er sich von ihr wieder abgewandt. Er hat nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal geheiratet, also ein Wissenschaftler in dritter Ehe. Damit ist er quasi ein historisches Vorbild zu Ross Geller aus Friends. You got married again. Yes. So that's your second marriage in 2 years. Yes, second in 2 years. Third overall. 1928 hat er also schließlich die Stellung des Menschen im Kosmos geschrieben, eine Zusammenfassung einer größeren Schrift, an der er arbeite, so Max Scheler. Allerdings ist er im selben Jahr dann gestorben und nach seinem Tod hat man festgestellt, dass er mit dieser größeren Schrift zur philosophischen Anthropologie leider noch nicht angefangen hatte. Doch zum Glück ist die Stellung des Menschen im Kosmos in sich schon ein sehr ergiebiges und interessantes Werk, sodass wir jetzt darüber sprechen können. Max Scheler hat in den 1920er Jahren mit einiger Befriedigung festgestellt, dass sich nicht mehr nur Philosophen mit dem Wesen des Menschen beschäftigten, sondern auch Mediziner, Biologen, Psychologen, Soziologen, viele andere Fachkreise. Ganz ähnlich lässt sich auch heute mit einiger Befriedigung feststellen, dass selbst eine so alte Schrift wie Die Stellung des Menschen im Kosmos, die inzwischen knapp 100 Jahre alt ist, trotzdem noch relevante Gedanken beinhaltet für unser Zeitalter der Digitalisierung und des Transhumanismus. In der Vorrede zur ersten Auflage seiner Schrift, da schreibt Max Scheler folgenden Satz. In dem Augenblick, da der Mensch sich eingestanden hat, dass er weniger als je ein strenges Wissen von dem habe, was er sei, und ihn keine Möglichkeit der Antwort auf diese Frage mehr schreckt, scheint auch der neue Blablabla, darum geht's nicht, dass ihn keine Möglichkeit der Antwort mehr schreckt. Das ist insofern eine interessante Wendung, als dass Scheler ja noch von den denkbaren Antworten spricht. Was ist der Mensch? In den 1920er Jahren. Wenn wir das übertragen auf die Gegenwart, ins 21. Jahrhundert, da ist die Frage ja vielmehr nicht nur, was ist der Mensch, sondern was kann der Mensch sein? Es geht nicht nur um denkbare Antworten, sondern um umsetzbare Antworten. Wenn man das berücksichtigt, dann kann man berechtigterweise nochmal fragen, ist es wirklich noch so, dass uns keine Möglichkeiten der Antwort auf diese Frage mehr schreckt? Was kann der Mensch sein? Aber das ist ein Blick nach oben auf der Entwicklungsleiter des Menschen. Schauen wir erstmal hinunter auf dieser Entwicklungsleiter. Wo kommt der Mensch her? Scheler entwirft ein Stufenmodell der biopsychischen Welt. Er beschreibt 4 Stufen, die man den Lebensformen zuschreiben kann. Diese 4 Stufen sind der Gefühlsdrang, der Instinkt, das assoziative Gedächtnis und die praktische Intelligenz. Fangen wir an mit dem Gefühlsdrang.
Das ist die niedrigste Stufe, die schon den Pflanzen zukommt. Trotzdem bezeichnet Scheler diesen Drang als der Dampf, der bis in die lichtesten Höhen geistiger Tätigkeit alles treibt. Somit liegt auch dem reinsten Denkakt, sei es jetzt das Kind, das sich ein Spiel ausdenkt, oder ein Immanuel Kant, der sich den kategorischen Imperativ ergrübelt, schon diesen Denkakten liegt der Gefühlsdrang zugrunde. Und der Gefühlsdrang ist es auch, der uns einen Schlaf- und Wachrhythmus aufzwingt, also eine periodische Energieentziehung, die unserem vegetativen System, also unserem unbewussten Organismus, Ruhepausen gönnt. In dieser Hinsicht also, alles, was vom Gefühlsdrang her auf uns Menschen auswirkt, sind wir noch mit den Pflanzen verbunden. Die zweite Stufe über dem Gefühlstrang ist der Instinkt. Dieser wird erst Tieren zugeschrieben. Dabei geht es immer um angeborenes Verhalten, angeborene Verhaltensweisen, die nicht dem Individuum, sondern vor allem der Art dienlich sind. Als Beispiel nennt Max Scheler Tiere, die eine Winterruhe vorbereiten oder ein Nest bauen, obgleich man nachweisen kann, dass dieses eine bestimmte Tier, dem man dabei zuschaut, das so noch nie gemacht hat. Es weiß einfach, was es tun muss. Das versteht man unter Instinkt. Und damit es keine Verwechslung gibt, schreibt Scheler, die sogenannten Triebhandlungen des Menschen sind darin das absolute Gegenteil der Instinkthandlung, dass sie ganzheitlich betrachtet ganz sinnlos sein können. Zum Beispiel die Sucht nach Rauschgift. Diese Triebhandlungen, die vom Instinkt entkoppelt sind, die wir vielfach beim Menschen finden, nicht nur bei denen, die Rauschgift nehmen, sondern auch bestimmte sexuelle Neigungen oder sonst was, die findet sich auch schon bei Tieren. Dazu gehört zum Beispiel der Hang zur Selbstbefriedigung. Der ist auch schon bei höheren Tieren zu finden und damit auch der Horizont der Maßlosigkeit, wie Max Scheler es nennt. Das ist interessant für alle, die behaupten, der Sexualtrieb sei irgendwie an den Fortpflanzungswillen oder so gekoppelt. Da soll man sich einfach mal in der Natur umschauen, wie sehr in der Tierwelt Masturbation betrieben wird. Da gibt es auch tolle YouTube-Videos zu, wie Schildkröten das machen oder Affen oder Elefanten. Aber diese Triebe nur als Exkurs gedacht. Eigentlich ging es ja um das Instinktverhalten, das angeborene Instinktverhalten, das der Art dienlich ist, nicht dem Individuum. Stufe 3 ist das assoziative Gedächtnis. Das ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir Gewohnheiten ausbilden können. Auch das kommt schon Menschen und Tieren zu. Das sind zum Beispiel die Verknüpfung von Erinnerungen mit bestimmten Empfindungen, sei es Lustempfindungen oder Schmerzempfindungen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum eine Kuh einen Elektrozaun meidet, weil sie über ihr assoziatives Gedächtnis gelernt hat, dass der Elektrozaun einen unangenehmen Schmerz bringt. Oder derselbe Grund, warum Masochisten dazu neigen, den Elektroschocker irgendwie zu mögen, weil sie damit eine Lust assoziieren. Menschen halt, ne? Dazu schreibt Scheler, erst im Menschen nimmt diese Isolierbarkeit des Triebes aus dem instinktiven Verhalten die ungeheuerlichsten Formen an, sodass man mit Recht gesagt hat, der Mensch könne immer mehr oder weniger sein als ein Tier. Niemals aber ein Tier. Gut, die praktische Intelligenz. Die praktische Intelligenz ist die vierte und höchste Stufe, die Max Scheler für uns bereithält, aber auch sie ist kein Alleinstellungsmerkmal der Menschen. Praktische Intelligenz kommt auch schon den Affen zu. Der Unterschied zwischen assoziativem Gedächtnis und praktischer Intelligenz ist der, dass bei der praktischen Intelligenz ganz plötzlich auf eine neue Situation reagiert wird, ohne dass man diesen Übungs- oder Gewohnheitscharakter hat, wie er beim assoziativen Gedächtnis zugrunde liegt. Max Scheler nimmt da ganz konkret Bezug auf Wolfgang Köhler, der in seiner Forschungsstation auf Teneriffa mit Affen einige Experimente gemacht hat, in denen Affen irgendwie Kisten stapeln, um an eine Banane zu kommen oder ein Ding zusammensetzen, um sich damit eine Frucht heranzuziehen. Diese Forschungsergebnisse kann man auch auf Google finden, wenn man Schimpansee-Köhler eingibt oder so. Ziemlich beeindruckend, wie die Affen eben versuchen, zu ihren geliebten Früchten zu kommen, auf intelligente Art und Weise. Das waren also die vier Stufen der biopsychischen Welt, von denen keine sich als Alleinstellungsmerkmal des Menschen herausgestellt hat. Warum spricht Max Scheler trotzdem von einer Sonderstellung des Menschen? Das liegt daran, dass seine philosophische Anthropologie dualistisch ist, also nicht nur ein Prinzip heranzieht, sondern zwei. Und neben den vier Stufen der biopsychischen Welt gibt es bei Scheler die Sphäre des Geistes. Und diese Sphäre des Geistes kommt allein den Menschen zu. Allein der Mensch hat Teil an oder einen Zugang zu dieser Sphäre des Geistes. Was meint Scheler damit? Lassen wir uns das mal kurz beschreiben. Das, was den Menschen allein zum Menschen macht, ist nicht eine neue Stufe des Lebens, sondern es ist ein allem und jedem Leben überhaupt, auch dem Leben im Menschen entgegengesetztes Prinzip. Eine echte, neue Wesenstatsache, die als solche überhaupt nicht auf die natürliche Lebensevolution zurückgeführt werden kann.
sondern nur auf etwas. Das ist zu kompliziert. Ich kann das hier nicht beschreiben. Das Problem ist, Schillers Sätze sind sehr lang und eignen sich nicht zum Rezitieren. Machen wir es an einem Beispiel fest. Was die Sphäre des Geistes zum Beispiel ausmacht, ist die Fähigkeit zu ideierenden Akten. Was sind ideierende Akte? Als ein Beispiel für solch ideierende Akte zieht Max Scheler die Bekehrungsgeschichte von Buddha heran. Darin geht es um einen jungen Prinzen, der sehr wohlbehütet in den Palast seines Vaters aufgezogen wurde. Als er dann aber herausgeht in die Welt, sieht er einen Kranken, einen Armen, einen toten Menschen und schließt von der Ansicht dieser jeweiligen Einzelfälle auf das große Ganze, also auf die Armut im Allgemeinen, den Tod und die Krankheiten. Solche geistige Aktivitäten, zu denen der Mensch also fähig ist, wie zum Beispiel die ideierenden Akte, dass man eine Sache sieht und von darauf auf andere allgemeine Sachen schließt, die bezeichnet Max Scheler zuweilen als eigenartige Fernstellung oder Distanzierung. Das erinnert an die exzentrische Positionalität von Helmut Plessner. Helmut Plessner, das ist ein anderer Philosoph, der ein Werk über die philosophische Anthropologie geschrieben hat, sogar im gleichen Jahr wie das Werk von Max Scheler. Aber bei ihm findet die Distanzierung, von der da auch die Rede ist, nicht von der Welt, wie bei Scheler, sondern vom Selbst statt. Bei Plessner wird alles organische Leben unter dem Prinzip der Positionalität gesehen und deswegen ist es kein dualistischer Ansatz. Bei Scheler wiederum gibt es neben den vier Stufen des biopsychischen Seins noch die Sphäre des Geistes. Und diese scheint einem metaphysischen Denken zu entspringen. Oder ist es eher andersherum? Denn Max Scheler beschreibt die Sphäre des Geistes oder auch die Sphäre des absoluten Seins, wie er sie nennt, als etwas, das über sämtliche endlichen Erfahrungsinhalte und das zentrale Sein des Menschen hinausreichende, also eine überzeitliche und überräumliche Sphäre, an der der Mensch teilhat. Und erst seitdem der Mensch an dieser Sphäre teilhat, ist er quasi ein Mensch. Deswegen kann er sich diese Sphäre nicht ausgedacht haben oder so, weil sie wesentlich ist für sein Sein. Er ist Mensch, weil er Teil hat an dieser Sphäre. Und seit der Mensch Teil hat an dieser Sphäre, ist er auch fähig zu religiösem oder metaphysischem Denken. Es ist also andersherum. Scheler sagt quasi, dass die Metaphysik aus der Sphäre des Geistes entspringt. Ich muss dabei an die kognitive Revolution denken, die Yuval Noah Harari in Eine kurze Geschichte der Menschheit beschreibt. Das ist ein Buch aus 2013, in dem die Menschheitsgeschichte ganz grob zusammengefasst wird. Und ungefähr vor 70.000 Jahren, da hat die kognitive Revolution stattgefunden. Also eine Verschiebung im Gehirn, seitdem wir fähig sind, nicht nur Werkzeuge zu benutzen, wie Affen es tun, sondern mit Symbolen zu arbeiten und zu kommunizieren. Seitdem haben wir Zugang zum Geist. Und seitdem können wir metaphysisch denken, können über uns hinaus fragen. Können fragen, was ist der Mensch, aber auch was ist das Sein im Allgemeinen. Insofern ist Schelers Geistesbegriff kein Ursprung der Metaphysik, sondern die Metaphysik vielmehr ein Ursprung aus der Sphäre des Geistes, die Max Scheler beschreibt, aber diese Sphäre des Geistes ist eben näherhin metaphysisch gedacht. Das waren also die vier Stufen der biopsychischen Welt und der Begriff des Geistes, beziehungsweise die Sphäre des Geistes bei Max Scheler. In seiner Schrift Die Stellung des Menschen im Kosmos werden noch einige andere spannende Themen angesprochen. Da geht es unter anderem um psychosomatische Erkrankungen oder werdende Götter. Eine kurzweilige Lektüre, die auch nach knapp 100 Jahren immer noch relevant ist. Wie gesagt, ein grundlegendes Werk der philosophischen Anthropologie und interessant für jede, die da tiefer einsteigen möchte in das Thema. Und das nächste Mal geht es dann um Helmut Plessner und die Stufen des Organischen und der Mensch. Leider wesentlich dicker das Buch, wesentlich umfangreicher. Alles Weitere gibt's auf dem Blog vom Bleiben. Meine Pizza ist fertig. Ciao. Ich sag vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.